Herr Nuripur, wären Sie bereit, wenigstens darüber zu diskutieren, ob man das Individualrecht auf Asyl einschränken könnte? Man kann alles diskutieren und das tun wir auch die ganze Zeit. Aber der Begründungszusammenhang war gerade ja die AfD. Und vor Angst vor den Feinden der Demokratie Grundrechte abzuschaffen, stärkt jetzt nicht die Demokratie. Ich würde da massiv davon abraten. Ich bin sehr bei Lars Klingbeil. Wir sollten einfach die Lösung anschauen. Und natürlich muss man darüber diskutieren. Und unsere ausgestreckte Hand bleibt auch an die Opposition, an die demokratische Opposition, das jetzt diskutieren. Ich kann da noch nahtlos anschließen. Verfahren beschleunigen, die Kommunen unterstützen, auch mit Geld, ist ja vor dem Sommer ja auch vereinbart worden, wird ja auch weiteres auch miteinander diskutiert demnächst. Wenn ich mit Unternehmen rede vor Ort, die verstehen nicht, gerade bei dem Mangel an Leuten auf dem Arbeitsmarkt, warum es Arbeitsverbote gibt. Die Leute sollen ihren Lebensunterhalt auch selbst verdienen, wenn die es können. Das ist eine Gegebenheit und natürlich werden wir auch in Europa weiter miteinander vorankommen müssen. Und wir haben vor dem Sommer die Durchbrüche in Europa erreicht. Jetzt wird weiter verhandelt, weil einiges auch nicht im Sinne Deutschlands ist. Und dann werden wir miteinander eine Lösung hinbekommen, was die letzten Jahre ja immer ausgeblieben ist. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.